Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem ich Ihnen im letzten Modul einen Einblick in das Learning Analytics Dashboard gegeben habe, befassen wir uns nun mit der technischen und didaktischen Implementierung von Dashboard-Visualisierungen in Lehr- und Lernprozessen. Dabei werden wir verschiedene Aspekte der Integration von Learning Analytics in die Kursgestaltung und Durchführung betrachten. Genauere Ausführungen der einzelnen Inhalte finden Sie wie immer im Handbuch. Kommen wir als erstes zu der Erstellung einer passenden Kursstruktur. Will man Learning Analytics den Studierenden in vollem Umfang zur Verfügung stellen, müssen sie alle Aktivitäten und Termine bereits vor dem Beginn der Lehrveranstaltung in das Lernmanagementsystem eingeben. Fehlende Einträge verfälschen die Dashboard-Darstellungen, da diese nicht der tatsächlichen Kursstruktur entsprechen. Daher ist es wichtig, bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung eine intensive Planungsphase durchzuführen, was für Sie als Lehrende bzw. Lehrender mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden ist. Dieser Arbeitsaufwand lohnt sich jedoch, wenn Sie Learning Analytics in vollem Umfang für Ihre Lehre nutzen wollen. Im Rahmen der Begleitforschungen in dem Projekt Learning Analytics – Studierende im Fokus konnten 4 Aspekte identifiziert werden, welche bei der Gestaltung von Kursen berücksichtigt werden sollten. Interaktivität in der Lehrveranstaltung fördert das Sammeln relevanter Daten für Learning Analytics. Planen Sie Lehrveranstaltungen mit Gruppenarbeit, Peer-Feedback oder Diskussionsformen. Personalisiertes Lernen ist wichtig, um den individuellen Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden. Passen Sie den Kurs an Lernbedürfnisse an, ermöglichen Sie unterschiedliche Lernpfade und verwenden Sie abwechslungsreiche Lernressourcen und Materialien. Die Auseinandersetzung mit Lernaktivitäten und Fortschritten erlauben es, die Lehre an die Bedarfe der Gruppe anzupassen. Learning Analytics kann genutzt werden, um Feedback in Lehrveranstaltungen zu geben und den Lernprozess zu unterstützen. Zum Beispiel durch automatisiertes, individualisiertes Feedback zu Lehrveranstaltung und Echtzeitfeedback. Die Anwendung von Learning Analytics eignet sich insbesondere für seminaristische Lehrveranstaltungen mit digitalen Arbeitsformen. Dennoch bietet sich die Verwendung auch in Vorlesungen an, wenn den Studierenden optional Aufgaben zur Vertiefung des Lernstoffes zur Verfügung gestellt werden. Learning Analytics ermöglicht sowohl summative als auch formative Rückmeldungen. Formatives Feedback ist aber nur dann möglich, wenn kontinuierlich Lernfortschritte auf Basis verteilter Lernanlässe abgebildet werden. Je mehr Daten über Lernaktivität vorliegen, desto aussagekräftiger sind die Visualisierungen von Learning Analytics. Ein Learning Analytics Dashboard in einer Vorlesung mit nur wenigen Präsenzterminen und einer Abschlussprüfung am Ende des Semesters bietet nicht genügend Daten für eine aussagekräftige Rückmeldung. Im nächsten Schritt werden wir uns der Formulierung von Zielen befassen, die sich auf den Einsatz von Learning Analytics beziehen. Lehrende können durch Zielformulierung die Richtung und den Zweck des Einsatzes von Learning Analytics in der Lehre definieren. Diese Ziele dienen als Referenzpunkte zur Überprüfung der Effektivität und Wirksamkeit von Learning Analytics. Zu den Grobzielen zählen beispielsweise die Verbesserung von Lernergebnissen, die Optimierung von Lehr- und Lernprozessen und die Überwachung des Lernfortschritts. Diese Grobziele können durch Feinziele wie die Identifikation von Risikostudierenden oder die Unterstützung des personalisierten Lernens durch Empfehlungen und Feedback konkretisiert werden. Neben der Kursstruktur und den Zielen ist die didaktische Verlaufsplanung eine wichtige Voraussetzung für eine effektive und nachhaltige Lehre. Eine sorgfältige Planung der Lehre ermöglicht es Ihnen, den zeitlichen Ablauf der Lehrveranstaltung zu organisieren, unvorhergesehene Ereignisse oder besondere Bedarfe der Studierenden zu berücksichtigen und den Studierenden Orientierung zu bieten. Die didaktische Verlaufsplanung mit Learning Analytics erfolgt in der Regel in mehreren Schritten, welche im Handbuch ausführlich beschrieben werden. Der Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre kann dazu beitragen, dass Lehre abwechslungsreicher und studierendenorientierter gestaltet wird.
eine Möglichkeit, wie Learning Analytics in Lehr-Lernarrangements eingesetzt werden kann, ist die Personalisierung der Lerninhalte. Durch den Einsatz von Learning Analytics können Lehrende Lerninhalte bereitstellen, die den individuellen Bedürfnissen der Studierenden entsprechen. Beispielsweise könnten Lernende, die ein bestimmtes Thema bereits gut beherrschen, weiterführende Aufgaben und Vertiefungsmöglichkeiten erhalten, während Lernende, die Schwierigkeiten haben, gezielte Unterstützung und zusätzliche Erklärungen angeboten bekommen. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie im Handbuch. Nachdem Sie nun für Ihre Lehrveranstaltung eine didaktische Verlaufsplanung fixiert haben, verknüpfen Sie im nächsten Schritt die Lehrveranstaltungsplanung mit dem Learners Corner und legen Lehrveranstaltungsmeilensteine im Planner fest. Um einen Meilenstein im Planner einzutragen, gehen Sie in den Learners Corner und wählen Sie Option Neues Ereignis in der Visualisierung des Planners. Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Lernaktivität eingeben, wie das Datum, die Start- und Endzeit, den Typ des Lernereignisses und eine Beschriftung der Aufgabe. Sie können auch auswählen, ob das Ereignis verpflichtend ist und ob es benotet wird. Wenn Sie die Option Benotet auswählen, können Sie eine Verknüpfung zum Gradebook von Moodle erstellen. Sie können auch automatisierte Benachrichtigungen einrichten und festlegen, ob Studierende die Benachrichtigungen für bestimmte Arten von Lernaktivitäten selbst konfigurieren können. Es wird empfohlen, die Meilensteine bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung festzulegen, um eine klare Struktur und Planung zu schaffen und den Lernfortschritt besser zu verfolgen. Auch Aufgaben, Abgabemodalitäten und Feedbackformate sollten sorgfältig geplant werden, um sicherzustellen, dass sie für die Studierenden nützlich und für die Lehrenden umsetzbar sind. Auch dies kann dazu beitragen, den Einsatz von Learning Analytics effektiver und effizienter zu gestalten. Die dafür relevanten Inhalte finden Sie in Modul 3 im Handbuch. Für die Einbettung von Learning Analytics in Lehr-Lernprozesse lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten. Einbettung von Learning Analytics in der Lehre. Das Dashboard sollte im Semesterverlauf in die Lehrveranstaltung aktiv einbezogen werden. Nach der Einführung in das Lernen mit Learning Analytics für Studierende empfiehlt sich ein regelmäßiger Austausch über die Visualisierungen. Assessment-Formate. Der Grade Monitor ist mit dem Gradebook auf Moodle verknüpft. Sie sollten sich daher mit diesem vertraut machen, noch bevor Sie mit Learning Analytics zu arbeiten beginnen. Neben den automatisierten Leistungsrückmeldungen, also beispielsweise die Quizfunktion auf Moodle, gibt es meist auch Leistungen, die manuell eingetragen werden. Zeitnahe Rückmeldungen. Da es sich bei Learning Analytics um Echtzeitfeedback handelt, sollten manuelle Leistungseinträge, also beispielsweise Punkte auf schriftliche Arbeiten, zeitnah im System eingetragen werden, da die Leistungen der Studierenden ansonsten nicht vollständig abgebildet werden. Strukturierung. Hinsichtlich der Strukturierung der Lehrveranstaltung ist es empfehlenswert, formative Assessment-Formate einzubauen und Lernanlässe über das gesamte Semester zu verteilen. Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie Learning Analytics erstmalig in Ihren Lehrveranstaltungen verwenden, ist es empfehlenswert, dass Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, die bereits Erfahrungen mit Learning Analytics gesammelt haben. Weitere Handlungsempfehlungen finden Sie im Handbuch. Um Learning Analytics effektiv in Lehr-Lernprozesse zu integrieren, sind also einzelne Schritte notwendig. Zunächst sollten Kursstruktur und Ziele für den Einsatz von Learning Analytics erstellt werden, um die Implementierung zu optimieren. Eine didaktische Verlaufsplanung sollte erstellt und Methoden ausgewählt werden, die den Einsatz von Learning Analytics berücksichtigen. Auch Aufgaben, Abgabemodalitäten und Feedbackformate sollten sorgfältig geplant werden, um sicherzustellen, dass sie für die Studierenden nützlich und für die Lehrenden umsetzbar sind. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie die zeitnahen Rückmeldungen sind einige Handlungsempfehlungen, welche den Einsatz von Learning Analytics unterstützen können.